noch lange arbeiten. Ich will zelten. Willst zelten? Ja, ist doch schönes Wetter draußen. Stimmt, könnten eigentlich nach Dangas fahren, oder? Oh ja. Ja gut, komm her. Sachen packen. Ab Marsch. Jetzt geht's los. So, Strom habe ich. Strom. Hier sind die Luftmatratzen. Da haben wir das Zelt. Schlafsack, Decken, Kissen. Stühle? Stühle brauchen wir. Okay. Jetzt noch die Klamotten. Okay, und Wasserkocher ist ganz wichtig. Strom. Ein Pop noch. Yep. Die Grundfunktion ist auch drin: Handy, Portemonnaie und Pflaster brauchen wir. Dann können wir eigentlich alles ins Auto schmeißen und dann können wir losmachen. Wo geht's lang? Da? Oder da? Ja, von da. Fahrräder. Da ist die Jadebucht. Bravo! Bravo! Und da ist der Campingplatz, direkt vor unserer Linse. Bestimmt Mittagspause hier. Kommt bestimmt gar nicht rauf, ey. Ja, wollen wir mal schauen, ne? Das hat ganz schön lange gedauert. Ja, ich weiß. Die haben neue PC gekriegt hier und mussten das alles nochmal neu eingeben. Aber jetzt haben wir alles. Jetzt können wir hinfahren. Hier haben wir, glaube ich, für Schwimmen. Das ist eben unser Parkticket. Die müssen wir hier vorne hinlegen. Da müssen wir jetzt hinfahren und hier sind wir. Da ist der Zeltplatz und da sind die Toiletten. Aber er hat gesagt, wir haben Platz genug. Wir können auch da. Ja, wir können auch da eine Ecke. Dann lass es da hinflutschen. Ist ja echt wirklich nichts los hier. Wieso habe ich eigentlich keine kurze Hose eingepackt? War doch klar, dass wir irgendwas vergessen. Ist immer so. Ja, da wir spontan losgefahren sind, haben wir heute diesmal keinen Gaskocher mitgenommen, was ich sonst eigentlich auch immer mache. Diesmal sind wir auf den guten altbewährten Strom angewiesen. Deswegen muss ich da nochmal nach vorne latschen, den Schlüssel holen. Aber ich kann ja schon mal eben das Kabel legen. Kabeltrommel. Der Adapter ist immer sehr wichtig, den kannst du mal beim Stromkasten hinlegen. Lüftungsgerät, da haben wir keinen Bock zum Pusten. Und warum sollte man den Strom nicht nutzen, ne? Wenn man den schon bezahlt hier. Tochter ist auch sehr fleißig. Die kennt das schon alles. Ja, jetzt kannst du aufschließen. Ich hab gewonnen. Oh, tada. So. Papa hat den Stecker reingeschlossen. Da will ich reinspringen, da will ich reinspringen. Du auch? Ja, ja, ja. Los, komm her. Schnell, umziehen. Schnell. Brrr. Jetzt müssen wir uns umziehen und dann gehen wir eine Runde schwimmen. Wir haben kein Actioncam diesmal dabei. Und wir sagen erstmal an der Stelle tschüss. Jetzt waren wir eben schwimmen. Eine Stunde. Und wir haben gerade gesehen, jetzt kommt gerade die Flut wieder. Jetzt wollen wir mal ein bisschen am Strand spazieren gehen. Oh ja, das ist echt warm. Alter. Oh, das ist schön. Können wir ja jüpfen gehen. Geil. Mal gucken, wie der Weg hier heißt. Ah, zur Bucht. Da müssen wir da hinten jetzt auch weiter lang. Da hinten. Und dann um die Ecke. Oh, ah, ah, ju, ah, oh, ah.
Ah, hier sind wir richtig. Hier ist der Krebspfad. Wir sind in Deutschland. Jetzt sind wir eben kurz beim Zelt, beim Caddy. Und natürlich, ich brauche meinen Kaffee. Also, Kaffee kochen. Ich habe Wasser geholt. Kaffeeweißer, Becher, Kaffee, Wasserkocher. Das ist mein nächster, den will ich haben. Komm. Du legst dich jetzt. Ja, pass du selber auf, dass du dich nicht selber hinlegst. Einfach mal losfahren und campen gehen. Der Campingplatz kostet 24 Euro mit Strom. 15 Euro haben wir fürs Essen ausgegeben. 49 Cent, zwei Tüten. Da kommt man gut mit hin. Ne, Lisa? Leute, wir essen auch gesund hier. Salat. Aufzählen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen am Deich spazieren gehen. Jetzt muss Papa auch mal für die kleinen Jungs. Gute Nacht, wir müssen jetzt schlafen. Einfach mal Sachen packen, einfach mal losfahren und die Natur genießen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.